Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Ich sollte vielleicht die Pause ausschalten. Willkommen zurück nach einiger Zeit wieder zu einer Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteamhimmel. Das Projekt ist jetzt in letzter Zeit ein gutes Stück kürzer gekommen, da eben vor allem Ruby Destiny Rescue Rangers den Kanal komplett ausgefüllt. Teilweise hatte ich das Gefühl, sogar ein bisschen überlastet hat. Mich persönlich jetzt nicht, muss ich sagen, deswegen alles gut. Aber ich muss jetzt erstmal hoffen, dass es nicht so leckt. Und wieder in die Steuerung reinkommen. Z war Rennen, genau. Okay, Zeit an die Arbeit zu gehen. Ich habe keine Ahnung, was in der Story als letztes passiert ist. Och nein. Das hatte ich schon vergessen. Also, hab jetzt nochmal rumexperimentiert, bin jetzt wieder in dem Punkt, nicht wundern. Also, das ist gerade da, wo die Folge begonnen hat. Das wird leider nichts, das irgendwie so umzustellen, dass da was hinhaut. Deswegen werd ich komplett verkacken. Hey, ihr zwei! Wir brauchen heute eure Hilfe! Dicta, hier sind sie! Danke, Kakelo. Übernehmt heute den Wachdienst. Tut mir leid, normalerweise ist der Wachdienst meine Aufgabe. Heute hat mein Vater mir aufgetragen, die Infobretter zu aktualisieren. Also kann ich nicht auf meinem Posten sein. Es wäre toll, wenn heute jemand Wachdienst für mich übernehmen könnte. Und darum seid ihr hier. Bitte macht meinen Job gut. Tschüss. Das ist alles. Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Warum hast du uns geholt? Halt's Maul! Kein Gemurre mehr. Geht und tut eure Pflicht. Au. Ja, ich weiß zwar, wie das Spiel geht, aber was sollen wir überhaupt tun? Klettert da runter und haltet Wache. Ihr habt Wachdienst. Wachdienst. Richtig gehört, Wachdienst. Ihr müsst vermeiden, dass zwielichtige Gestalten in die Gilde kommen. Also ist unter dem Gildeneingang eine Wache stationiert, die besuchende Pokémon überprüft. Also zum ersten Mal kamt, wurden eure Fußabdrücke überprüft, oder? Mein Fußabdruck, was? Ja. Pokémon entdeckt. Wer ist ein Fußabdruck? Der ist von Chillast. Bitte helfen Sie mir. Oh, ich weiß wieder, da war dieses seltsame Loch vor dem Eingang. Ich stand auf dem Gitter und jemand schrie von unten zu mir hoch. Ich hab mich voll erschrocken. Okay, du willst also, dass wir in das Loch steigen. Und weiter? Der Tunnel da unten führt zum Wachposten. Geiles Bild. Dick, da wühlt sich bis zum Wachposten unter dem Gitter. Vom Wachposten aus inspiziert Dick da die Besucher. Kann ich nicht. Die Fußabdrücke der Besucher, nicht die Besuche. Identifiziert sie und informiert mich. Ich entscheide dann, ob das Pokémon verdächtig ist oder nicht. Wenn alles in Ordnung ist, öffne ich die Tür. Ah, ich dachte, da darf nicht rein. Alles in allem dienen wir also als die Torwächter der Gilde. Also müsst ihr nicht nur die Fußabdrücke der Besucher inspizieren und mir sagen... Nee, eigentlich müsst ihr schon nur die Fußabdrücke der Besucher inspizieren und mir sagen, was das ist. Verstanden? Ja. Wie gesagt, ich kann das aber nicht... Ah, X ist ja... An die Arbeit! Macht eure Sache gut. Wie gesagt, sorry, ich muss mich erst an die Steuerung wieder gewöhnen. Die war nämlich leider auf dem Gameboy-Emulator anders als auf dem DS-Emulator. Das ist stockdunkel hier drin, Schmünter. Wir müssen uns vorantasten. Wir müssen uns langsam dem Wachposten nähern. Hey da, ich sehe Lichtschmünter. Es werde Licht. Alles klar? Habt die Position zum Gitter bezogen? Ja, wir sind auf Posten. Gut! Besucher der Pokémon werden auf das Gitter über den Wachposten treten. Identifiziert sie anhand des Fußabdrucks und informiert mich. Kapiert? Ja, gut, kann losgehen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Auf dem oberen Bildschirm sind die Fußabdrücke zu sehen. Ich kann den oberen Screen weder für mich noch für euch einblenden.
Deswegen kann ich nur raten. Der Tengulist. Nein. Mann, hab ich Glück. Streng dich an! Jetzt leckt's auch noch. Kanimani ist immer toll. Komm rein. Oh! Stimmt sogar. Mann, bin ich gut. Du hast mich heute schon mal enttäuscht. Diesmal bist du es. Nein? Streng dich an! Es ist so dumm. Ich muss halt raten. Das ist safe, Menki. Das sieht man doch. Alter! Als ob ich zwei richtig habe. Ey, komm. Dreimal bist du schon hier gewesen. Irgendwann bist du es. Sag mal, Luxtra, was bist denn du für ein Kek? Das sieht man doch eindeutig, dass es Hut tut. Eigentlich nicht. Tut mir leid für die Verspätung. Das ist genug, kommt ihr hierher. Ja, ihr wollt nicht, dass wir das weitermachen. Ihr habt einen langen Arbeitstag hinter euch, ihr zwei, und ihr wart scheiße. Wie habt ihr euch angestellt? Eure Ergebnisse sind schrecklich. Ja, das hätte ich auch gewusst. Ihr habt unzählige Male versagt. Ich bin stolz, dass ich zweimal recht hatte. Habt ihr da nur gefaulenzt? Nee, ich hab die Füße nicht gesehen. Ihr habt euch so scheiße angestellt. Damit habt ihr auch noch mich in Schwierigkeiten gebracht. Psst. Gebt mal nicht anderen die Schuld. Beim Wachdienst kommt's auf Zusammenarbeit an, ne? Wie auch immer. Scheiße, der Job. Deswegen gibt's keine Belohnung. Was? Das ist nicht alles. Ihr geht heute ohne Abendessen. Aber... Ah, schade, ich dachte, in einem Speedrun könnte man den Trick perfekt nutzen, um einfach diese Sequenz zu skippen. Alter, wäre das geil. Guck mich nicht so an. Mann, war das lecker. Rinpen. Na, geil. Kannst du eigentlich damit aufhören? Wir gehen schlafen. Und ja, du hast das Recht, wütend auf uns zu sein, aber ne, nächstes Mal vielleicht auch Topscreen. Mal im Ernst, das habe ich noch nie gesehen, die Szene, das finde ich gerade geil. Aufstehen! Morgen. Alter, ist das geil. Ich glaube, ich bin auch der erste Mensch, der es je geschafft hat, da aus Versehen, nenn ich es mal, zu verkacken. Aber Leute, man kann halt nichts sagen. Okay, an die Arbeit. Man kann auch nichts sagen, wenn ich den Topscreen nicht sehen kann. Ihr zwei, ihr macht heute keinen Wachdienst mehr. Verstanden? Gut, dann los. Hey. Guter Partbeginn. Ich gehe erstmal nach Schatzstadt. Echt geiler Partbeginn. Okay, inzwischen 10 Minuten. Was ist denn mit dir los? Ich gebe jetzt so eine Flora-Verkundung, aber ich sage, ich bin nicht gerade zuversichtlich. Hä? Ich habe doch nicht mal nochmal den Knopf gedrückt. Und was sagst du dazu? Oh, gibt nichts, bevor du Angst haben musst, Bidiza. Lass uns loslegen. Okay, Bidiza, ich wäre auch nicht zuversichtlich. Nichts gegen so ein Flora, aber... Ihr werdet sterben. Kriegen wir euer Abendessen? Wir hatten gestern nichts.
Was sicherlich daran lag, dass wir scheiße waren. Vielleicht mache ich's nächstes Mal dann so, weil wenn ich euch nicht dazu schalte, dann kann ich das machen, dass ich die Fußabdrücke sehe. Wahrscheinlich, weil ich auch mal ein paar Belohnungen dafür will, da kann man echt was Gutes für bekommen, werde ich das die nächsten Male rauscutten. Weil das wird noch mal vorkommen. Wie viel Kohle hab ich so? Nee. Also da gehe ich auf keinen Fall 800 für einen Belebersamen aus. Ich guck mal, was ich im Moment mit Items so hab machen kann hier. Ich weiß immer noch nicht, welcher Knopf L ist. Oder? Warte, hatte ich das nicht irgendwann? Das war Y. Yay! A und Y. Da ist B. Ich habe keine Ahnung, was für ein Prinzip das ist. Das dann zum Beispiel X sein könnte. Egal. Also, ich habe genug Xenobären. Ja, sieht eigentlich relativ gut aus. Ich sollte mehr daran denken. Das ist so eine Sache, die ich immer vergesse in diesen Spiel, in den Mystery Dungeon Spielen. Meine Sachen, die ich da habe, wie Calcium und so zu nehmen. Oh, hi. Hey, ihr zwei, kommt ihr aus der Gegend? Dann verratet mir, irgendwo in der Gegend soll es einen Ort namens Nullinsel geben. Kennt ihr ihn? Die Nullinsel? Nein, sollte ich den Ort kennen? Hm, so ist es also. Gut, dann eben nicht. Wir sind Team Spar. Wir sind eine Gruppe von Dieben und werden von Snibuna angeführt. Die Suche nach dem ultimativen Schatz hat uns hierher geführt. Aber dieser Ort sieht nicht sonderlich vielversprechend aus. Die kennt man aus einer Bonus-Episode. Deswegen habe ich das hier gerade. Ist mir das gerade so aufgefallen. Wir sind den ganzen Weg hierher gereist. Dieser Ort scheint jedoch eher schäbig zu sein, oder? Ja. Naja. Ich weiß nicht, wie die anderen Städte in der Welt der Pokémon aussehen. Daher kann ich schlecht vergleichen. Liegt am Strand eine Flaschenpost rum? Kann ich ja mal gucken. Stimmt, habe ich nicht sogar noch irgendwelche Jobs? Ah ja. Dieses scheiß Dodri, das mir einfach geflohen ist. Wisst ihr was, das mache ich ja auch nochmal. Wenn ich es wieder nicht schaffe, ist das traurig. Dann muss ich auch ganz weit los. Ja, und dann Tackle. Ich hab's getötet. Mann, bin ich gut. Ich hab irgendwie halt echt das Gefühl, ich werde noch eine Zeit brauchen, um wieder ins Gameplay reinzukommen. Vor allem, da ich teilweise manche Knöpfe ja noch nie wusste. Das heißt, ich war noch nicht mal völlig wieder drin. Völlig überhaupt mal drinnen. Und jetzt habe ich Pause gemacht und muss wieder reinkommen. In Gameplay, in dem ich noch nicht mal wirklich war. Cool, ne? Bei mir läuft. Ich lauf mal so. Dann kann auch Fragezeichen-Man malen. Alter! Hab ich gerade jeden Hit verfehlt? Level up! Mein Level ist gestiegen. Jetzt bin ich was Besseres. Ja, Strandhöhle U2. Dann U4 war der Job, wenn ich gerade nicht blöd bin. Ich bin nicht blöd, aber U4 war der Job. Ich drück immer den Verschärf hier. Nee, warte. Nee. Ach, keine Sackgasse. Ich wette, ich blamier mich gerade. Die Strandhöhle nicht nur drei Ebenen. Wahrscheinlich hat die nur drei Ebenen, ne? Und das war eigentlich die Feuchtklinge. Oh Gott. Der holt sich ein paar EP. Xenobeere ist gut. Nehme ich mit. Wahrscheinlich muss ich eigentlich zur Feuchtklippe, weil es hier gar nicht so viele Ebenen gibt. Die wird gekratzt.
Tschüss, Kabuto. Oh, doch, es gibt 4 Ebenen. Ich bin nicht komplett geistig beschränkt. Hab ich irgendein Item, das mir weiterhilft? X. Beerenäpfel, Plosivsamen, ah, Taubsamen. Erstmal, damit wir hier... Werfe ich erstmal, dann können wir uns nämlich um genau das, um die anderen Viecher kümmern. Ich schlag mal ins Nichts, damit das Ding da näher kommt und Fragezeichen Man es sich gönnen kann. Jetzt kommst du bitte hierher. Jetzt komm! Ich laufe hierhin. Ich will das Ding diesmal bekommen, Alter. Obwohl, warte. Warte. Nein, nein, zurück. Zurück. Du bleibst mal da. Wenn ich mich hier hinstelle, dann kann es nicht einfach wegrennen. So viel dazu. Komm, noch einer. Das Ding darf mir nicht nochmal entkommen. Was ist stehen noch Fragezeichen, Man? Ey, nee, der hat den Falschen angegriffen. Die Treppe ist da unten. Es ist vor mir. Ey, Alter. Ey, nee. Das Ding rennt gerade von unten zur Treppe. Willst du mich verarschen? Und warum liegen hier so fucking viele Plosivsamen? Ich krieg dieses scheiß Ding nicht. Jetzt krieg ich schon wieder keine Belohnung für den Tag. Was denn los? Gott, läuft diese Folge kacke. Na, ich drück die ganze Zeit B, kein Wunder, dass nichts passiert. Aber wir kriegen was zu essen, auch wenn wir nichts gemacht haben. Wir sollten auch was schlafen, damit wir morgen wieder was schaffen. Nacht. Aufstehen! Penner! Und ich würde tatsächlich sagen, das Projekt kam jetzt länger nicht mehr. Erstmal wieder langsam einfinden, das reicht für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.